Hallo und willkommen zu Albenrevue. In den Jahren 1975 und 1976 hatte die Band Yes nur in sehr virtueller Manier existiert. Die Gruppe hatte so eine Art Auszeit genommen und hierbei die berüchtigten 5 Soloalben eingespielt, die ich alle in vergangenen Episoden dieser Videoreihe zerpflückt habe. Schon im Oktober 1976 begannen die diversen Proben und Aufnahmesessions für ein neues Yes-Album. Die Band hatte zumeist einen gewissen Arbeitsablauf, wie sie ihre Stücke produzierten. Zumeist kam zum Beispiel John Anderson mit einem skelettartigen Grundgerüst und die Band verbrachte anschließend Tage und Wochen im Studio, das Stück entsprechend auszubauen und mit allen möglichen Schnörkeln auszustatten und Rhythmusänderungen und all diese Sachen. Und das war in vielerlei Hinsicht eine sehr kostspielige Art zu arbeiten, denn gerade damals kostete Studiozeit sehr viel Geld und es war eigentlich nicht vorgesehen, dass man wochenlang im Studio saß und dort in Realzeit komponierte. Das galt als extrem verschwenderisch und kapriziös. Ich meine, die meisten Rockbands damals würden in 1 bis 2 Wochen ein komplettes Album einspielen. In dieser Zeit konnte man froh sein, wenn Yes ein einziges Lied konzipiert hatten. All das war nur möglich, weil diese Band zuvor extrem erfolgreich gewesen war und hier noch immer sehr viel Geld sich in Bewegung befand. Auch wenn das auch eine gewisse kulturelle Hybris darstellte, denn die Jugend da draußen hatte sich von diesem Sound längst abgewandt und der Sound auf der Straße war zu jenem Zeitpunkt eher Punk und Disco. Etwas, das die Band allerdings zu beherzigen versuchte, zumindest in dem Sinne, dass dieses neue Album straffer werden sollte und keine gigantomanische experimentelle Vision. Doch zugleich besaß Yes eine sehr große und sehr treue Fangemeinde und deswegen waren sie damals für die Plattenfirma Atlantic noch immer ein relativ heißes Eisen. Doch innerhalb der Band stand ja einiges in der Schieflage und um ehrlich zu sein, hat es seitdem auch nie wieder aufgehört. Ich meine, Rick Wakeman hatte oft erzählt, dass schon in 1971, als er der Gruppe beitrat und Tony Kaye ablöste, er einen richtigen Schock bekam, als er die streitsüchtige Stimmung im Studio zum ersten Mal auf eigene Haut mitbekam. Er dachte damals, dass er David Bowies Angebot ausgeschlagen hatte, um hier einer Band beizutreten, die sich vermutlich in den kommenden 3 Wochen wieder auflösen würde, bis er begriffen hatte, dass das einfach nur der übliche Umgangston war. Die Streitigkeiten hatten wohl immer mit Musik zu tun und der essentiellen Frage, wie der nächste Akkord sein soll. Doch gab es immer wieder auch größere Probleme innerhalb der Gruppe, die mit dem Weggang von Mitgliedern endeten, was dann irgendwo im Melody Maker unter der ewigen Chiffre Musical Differences festgehalten wurde. Weshalb nun der großartige Patrick Moratz inmitten der Aufnahmesessions gefeuert wurde, ist nie ausreichend geklärt worden. Es gibt dazu Stellungnahmen in Interviews, aber ich würde das nicht als sehr konsistent bezeichnen. Patrick Moratz äußerte sich dazu stets missmutig, naheliegenderweise. Er fühlte sich auf jeden Fall übervorteilt und von allerlei Bandintrigen betroffen. Bedauerlicherweise sollte das nicht das letzte Mal in seiner Karriere sein, Stichwort Moody Blues. Und man sollte nicht vergessen, dass die Band entgegen ihres Saubermann-Images aus ziemlich krassen Stonern bestand und dass heute, Jahrzehnte später, die Bandmitglieder Mühe haben, sich im gleichen Maße an alle Details zu erinnern. Der Weggang von Patrick Moratz erschuf ein Vakuum an den Keyboards und eine klare Eröffnung, um Rick Wakeman zurückzubringen. Der aber sichtlich misstrauisch war, weshalb erst einmal die Idee aufkam, ihn als einen angeheuerten Keyboarder an Bord zu nehmen, aber nicht offiziell als Mitglied der Band, sozusagen als Session-Musiker. Für Wakeman war es aber auch eine Chance, sich finanziell zu verbessern, da er zu diesem Zeitpunkt recht pleite war und wie der Rest der Band die meiste Zeit als Steuerflüchtling in Genf lebte.
Aber er wollte eher spielen, seinen Scheck kassieren und sich nicht zu sehr auf die internen Gedärme der Band einlassen müssen. Das hielt nicht sehr lange und das ist eine der klassischen Anekdoten aus der Yes-Historie, dass Wakeman auf einer Party des Montreux Jazz Festival Zeremonienmeisters Claude Nobs plötzlich die aktuelle Ausgabe des Melody Makers in der Hand hielt, in der bereits groß getönt wurde, dass er wieder mit Kopf und Kragen in der Band sei, ohne dass jemand mit ihm vorher darüber zumindest gesprochen hatte. Und was noch hysterischer war, es ließ sich schnell an den Fingern durchrechnen, dass der entsprechende Artikel geschrieben gewesen sein musste, Tage bevor jemand Wakeman überhaupt in die Band eingeladen hatte. Chris Squire wandte da lakonisch ein, dass es doch das Einfachste wäre, einfach offiziell beizutreten und alle Widersprüche wären damit aus der Welt. Wakeman soll den Manager Brian Lane mit der Frage konfrontiert haben, und was wäre gewesen, wenn ich Nein gesagt hätte? Die Antwort war, wir hatten einfach eine begründete Vermutung angestellt und sind damit losgelaufen. Man hatte einfach spekuliert, dass er Ja sagen würde und nicht widerstehen kann. Das Album Going for the One wurde in den Mountain Studios in Montreux aufgenommen. Es war das erste Studioalbum von Yes, das ohne den legendären Tontechniker Eddie Offord produziert wurde. Die Band produzierte sich zu diesem Zeitpunkt weitgehend selbst. Oder zumindest glaubten sie das. Es waren natürlich allerlei Sound-Engineers im Spiel. Wie auch immer. Das Album beginnt mit dem dynamischen Track Going for the One, geschrieben von John Anderson. Anderson hatte das Stück schon 2 Jahre vorher komponiert und zu den Sessions von Relayer mitgebracht, und damals wurde es von der Band verworfen. Squire soll die Demoaufnahme auf einer seiner Kassetten gefunden haben und brachte sie in Montreux ins Studio. Und diesmal schien der Song besser den musikalischen Zeitgeist zu treffen. Die Band hat Andersons Lied recht exzentrisch aufgemotzt, insbesondere Steve Howes energetisches Pedal-Steel-Gitarrspiel dominiert den Track. Ich mag aber die gesamte Komposition sehr gerne, für mich eigentlich einer der besten Songs aus der Feder von John Anderson. Die zweite Nummer auf diesem Album ist Turn of the Century, komponiert von Anderson, Steve Howe und Alan White. Eine romantische Komposition, beherrscht von Steve Howes akustischem Gitarrspiel und John Andersons wundervollem Gesang, extrem sanftmütig. Ich bin mir nur nicht sicher, ob dieses Stück unbedingt 8 Minuten lang sein muss, obwohl ich zugeben muss, dass es an sämtlichen Stellen wirklich entzückend klingt. Dennoch finde ich es manchmal etwas langatmig. Das ist aber nur eine mögliche Perspektive auf dieses Lied. Offensichtlich ist es ein konzeptioneller Track, der eine Geschichte erzählt, die John Anderson eingefallen ist, wohl beeinflusst von Pygmalion. Wie gesagt, es ist eine wunderschöne Aufnahme, aber wahrscheinlich das Lied auf diesem Album, das mir am wenigsten gefällt, dennoch extrem charmant und stellenweise sehr originell. Die dritte und letzte Nummer auf der A-Seite ist Parallels, eine Chris Squire-Komposition. Nun soll das angeblich ein Überbleibsel sein aus den Sessions zu seinem Soloalbum Fish Out of Water. Ich finde den Track großartig. Aber ich muss auch gestehen, dass mir das Lied in seiner Live-Version besser gefällt, und das hat leider mit Orgeln zu tun. Ich habe nicht unmittelbar etwas gegen Kirchenorgeln und etwas fasziniert mich an der Chuzpe eines Rick Wakeman oder Keith Emerson, echte Kirchenorgeln in Studioaufnahmen einzufügen, weil es damals in den 70ern nicht leicht zu machen war. Heute kann man das mit einem Equipment machen, das in 2 mittelgroße Koffer passt. Damals hieß es mobiles Aufnahmestudio mieten, hunderte Meter an dicken Kabelsträngen und all diese Sachen. Und so hatte seinerzeit Rick Wakeman das auf seinem ersten Soloalbum gemacht, also Henry, und ebenso Keith Emerson für das Debütalbum von Emerson, Lake & Palmer. Doch die Band war hier in Montreux und der Tontechniker John Timperley schlug vor, etwas ganz anderes zu probieren, was gewagter, aber zugleich weniger hardwarelastig war. Und zwar bei der Telefongesellschaft eine Telefonleitung mit industrieller Übertragungsrate zu mieten, so dass Wakeman in der Kirche an der Orgel saß, während man sich von dort in das Studio einwählte und er seinen Part für Parallels, aber auch für den Track Awaken direkt
aus der Kirche ins Studio einspielte. In 1977 war das ungeheuerlich und es hat auch noch geklappt. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan des Kirchenorgelsounds und auf den Live-Versionen spielt Wakeman natürlich mehr Keyboards mit einem orgelhaften Sound. Aber ich will da jetzt auch kein Fass aufmachen, denn so sehr stört mich der Sound der Kirchenorgel in den Stücken dann auch nicht. Ich mag grundsätzlich die energetische, treibende Stimmung der Songs und die mechanische Unruhe im Hintergrund, die durch die Instrumente entsteht, die teilweise rhythmisch gegeneinander spielen. Toller Track und das Ende der ersten Seite. Die B-Seite beginnt mit einem kleinen Hit und dem sichtlich am einfachsten gestrickten Lied auf dieser Platte. Wondrous Stories ist ein geradezu typischer John Anderson Song, der hier fast ein wenig aus der Reihe ragt, aber ich bin sicher, den Leuten bei Atlantic und Ahmet Ertegün ist ein Stein vom Herzen gefallen, als sie es gehört haben, weil sie wussten, dass die Platte auch Hit-Potenzial hat. Und das sanftmütige, esoterische Wondrous Stories hat sicherlich eine Menge Fans erobert, denen vielleicht die komplexe Ära von Close to the Edge und Tales from Topographic Oceans und Relayer etwas zu viel des Guten war. Wondrous Stories mutet mehr wie eine Rückkehr in die Zeiten des Yes-Albums von 1971 an. Alles in allem ein großartiger, folkiger Popsong. Das restliche Album gehört Awaken, dem zentralen Musikstück auf dieser Platte. Awaken ist eine Zusammenarbeit zwischen Anderson und Howe, wobei ich denke, dass Rick Wakeman und Alan White vermutlich verdient hätten, hier als Co-Autoren mitgeführt zu werden. Es ist eine großartige, spirituelle Nummer, die originell anmutet und stilistisch gibt es wenig Vergleichbares. Einerseits ist die Musik extrem getragen und verträumt, doch dann graduiert der Sound und bekommt diese hypnotische, tribale Qualität. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich nie so sehr ein Fan des Stückes war, wie viele andere es sind. In den Kreisen von Yes-Fans wird dieser Track heute sehr hochgehalten. Und das verstehe ich. Meine Chemie ist es nicht ganz, aber das soll auch keine Kritik sein. Im Verlauf der Zeit ist mir Awaken sicherlich mehr ans Herz gewachsen, insbesondere da ich im Verlauf der Jahre und eigentlich Jahrzehnte in diesem Track immer noch neue Komponenten oder Details finden oder entdecken kann, die mir zuvor entgangen waren. Somit eindeutig eine der großen Yes-Nummern, da führt kein Weg daran vorbei. Einige Worte zu dem Cover. Sicherlich ein radikaler Wandel von den Roger Dean Fantasy Airbrush Gemälden. Diesmal wurde Hypnosis beauftragt und Poe, also Aubrey Powell, hatte das Bild konzipiert und umgesetzt. Kantigkeit und Moderne sind hier im Mittelpunkt des Ausdrucks und sollen sichtlich auch einen gewissen Soundwechsel dokumentieren. Und dieses Gefühl von elektronischem Aufbruch und Futuristik und der herannahenden 80er zum Ausdruck bringen. Mir ist es natürlich nicht entgangen im Verlauf der Jahre, dass viele Progressive Rock Fans immer ein bisschen ein Problem mit der nackten männlichen Figur im Mittelpunkt des Bildes hatten. Nicht alle, aber mehr als genug viele. Es ist natürlich so, dass die Prog-Rock-Szene so wunderbar sie auch sein mag, schon immer von einer gewissen Homophobie zerfressen war. Und die Jungs, die Prog-Rock-Platten hören, neigen manchmal dazu, wie von einer Tarantel gestochen aufzuspringen, wenn sie irgendwo einen nackten Mann sehen. Aber das war nie bei mir so der Fall. Ich hatte nie Probleme, mir einen nackten männlichen Körper anzusehen. Und somit habe ich da jetzt auch nichts allzu Negatives dazu zu sagen. Was allerdings schon auffällt, ist, dass dieses Coverdesign jetzt nicht so großartig ist, dass es ein dreifaches Gatefold-Design verdienen würde. Aber so ist das nun mal. Das ist ja noch einmal so eine richtige Gatefold-Geschichte geworden, bevor man dann am Ende der 70er und Anfang der 80er weitgehend begonnen hatte, auf Gatefold zu verzichten. Das Album war bei seinem Erscheinen inmitten des Hochsommers 1977 durchaus ein Erfolg. Wondrous Stories punktete in den Top 10 und die ganze LP war sogar in den UK-Charts auf Platz 1.
Ich gebe diesem Album 4,5 Sterne. Ziemlich großartige Platte und für die meisten vermutlich in den Top 5 ihrer Lieblings-Yes-Alben. Bei mir nicht ganz so hoch angesetzt, glaube ich, aber so gut wie. Und das war somit Going for the One von Yes aus dem Jahr 1977. Bis zum nächsten Mal.